Herzlich willkommen bei Canicult, dem Online-Hundemagazin. Heute geht es darum, wie du Hundebegegnungen am besten meistern kannst. Ist dir das auch schon mal passiert? Du gehst völlig entspannt mit deinem Fellfreund spazieren und plötzlich schießt ein freilaufender Hund auf euch zu. Herrchen oder Frauchen, weit weg oder gar nicht in Sicht. Der fremde Hund kommt immer näher und wird immer aufdringlicher. Deiner knurrt schon und du hast Mühe, ihn zurückzuhalten. Da endlich taucht am Horizont der Leinenhalter von Rembo auf. Doch eingreifen? Fehlanzeige. Du bittest ihn freundlich, seinen Hund anzuleinen. Doch als Antwort kriegst du nur: Der tut nix. Doch, der tut was. Der geht dir und deinem Hund gerade tierisch auf die Eier. Und der tut nix heißt in diesem Zusammenhang sowieso nur: Ich krieg ihn nicht zurückgerufen. Du forderst also Herrn tut nix etwas energischer auf, endlich seinen Hund einzufangen. Typischerweise antwortet der dann: Machen Sie ihn einfach los. Die machen das schon untereinander aus. Na klar, die machen das untereinander aus. Aber dummerweise wird der Tut-nix-Hund dann ganz schnell zum Das hat er noch nie gemacht, Hund. Und Herr Tut-nix, der greift dann garantiert nicht ein. Der haut eher noch einen raus wie Er hätte noch immer Jod gejange. Aber wenn dein Hund seinem bei der Auseinandersetzung auch nur ein Haar krümmt, dann ist das Gejammer groß. Und wenn du dann schulterzuckend entgegnest, et küt wird küt, dann hast du plötzlich einen aggressiven Köter und er droht dir mit einer Anzeige beim Ordnungsamt. Und du fragst dich, bin ich hier eigentlich in Absurdistan? Wo liegen die Ursachen für die Probleme bei Hundebegegnungen? Viele Hundebesitzer gehen davon aus, dass sich ihr kleiner Lumpi direkt begeistert ins Spiel stürzt, sobald er einen anderen Hund trifft. Aber nicht jeder mag das. Und das ist völlig normal. Rüde und Hündin, wenn die sich treffen, das geht meistens gut. Aber Rüde und Hündin, das sind erstmal Konkurrenten. Der Grund dafür liegt in der Evolution. Ein Wolf würde niemals einen anderen Wolf in seinem Territorium dulden, es sei denn, es ist ein potenzieller Fortpflanzungspartner. Und daran haben auch 30.000 Jahre Domestikation bei unserem Hund nichts geändert. Was kann ich tun, damit Hundebegegnungen stressfrei ablaufen? Wenn du möchtest, dass dein Hund kein Problem mit Hundebegegnungen hat, dann sorge dafür, dass er gut sozialisiert wird. Er sollte von Anfang an lernen, dass die Anwesenheit von anderen Hunden etwas Positives ist und ihm einen Vorteil bringt. Und du musst dafür sorgen, dass er genügend Gelegenheiten hat, sein Sozialverhalten einzuüben und weiter zu festigen. Lass deinen Hund nicht zu angeleinten Hunden laufen. Nimm Rücksicht und leih deinen Hund an, wenn du einen anderen Hund triffst. Du kannst dann in aller Ruhe mit dem Besitzer besprechen, ob beide verträglich sind und ihr sie spielen lassen wollt. Wenn ja, dann mach die Leinen ab. Denn eine Regel, die für jeden Hundebesitzer sinnvoll ist, lautet: Kein Hundekontakt an der Leine. Aber warum nicht? Der erste Grund liegt auf der Hand. Die Leinen könnten sich verheddern. Dem einen Hund wird es zu eng und womöglich reagiert er aggressiv. Der zweite Grund ist, dass sich ein Hund an der Leine einem anderen nicht so langsam und in dem Abstand nähern kann, wie er sich dabei wohlfühlt. Im Gegenteil, der Mensch nimmt meistens die Leine besonders kurz und straff und marschiert direkt auf den anderen Hund zu. Ein Affront aus Hundesicht. Denn eine zügige und frontale Annäherung empfindet ein Hund als Konfrontation. Wer so auf einen anderen Hund zugeht, der signalisiert, dass er sich nicht in freundlicher Absicht nähert. Der beansprucht den Platz und fordert den anderen auf, auszuweichen. Missverständnisse sind so vorprogrammiert. Der eine will wahrscheinlich gar nicht so rüpelhaft auftreten
Und der andere kann, selbst wenn er es wollte, gar nicht ausweichen, denn die Leine hindert ihn daran. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass einige Hunde mit Bellen und Knurren und Haare aufstellen und nach vorne in die Leine schießen reagieren. Denn für andere Kommunikation, wie zum Beispiel Beschwichtigungsgesten oder Übersprunghandlungen oder sogar Erstarren, ist weder Zeit noch Raum. So ist es für die Hunde häufig schwierig, dem anderen zu signalisieren, dass sie gar keinen Streit suchen. Vielen Hundebesitzern ist noch nicht mal klar, wie wichtig das für ihren Hund jetzt wäre. Und so ist es so, wie es häufig ist, wenn man über Probleme bei Hunden spricht. Das eigentliche Problem ist das obere Ende der Leine. Also nimm dir etwas Zeit, bleib kurz stehen, beobachte deinen Hund. Halt die Leine nicht straff, gib ihm etwas Freiraum. Und geh auf der Seite deines Hundes, dass du zwischen ihm und dem anderen Hund bist, wenn du an ihm vorbeigehst. Und lauf nicht einfach geradewegs auf einen Hund zu, sondern mach einen Bogen. Wähl den Abstand so groß, dass dein Hund sich dabei noch wohlfühlt. Was auch wichtig zu wissen ist, Aggressionsverhalten bei Hunden fängt mit dem Fixieren des Gegners an. Also achte darauf, dass dein Hund das nicht macht. Wenn er einen anderen Hund anstarrt, sein Gewicht nach vorne verlagert, die Muskeln voll anspannt und die Rute ganz aufrecht trägt und sie wedelt in hoher Frequenz und kleiner Amplitude, also nicht so, sondern so, dann knallt es gleich. Also versuch das zu unterbinden. Leider ist das manchmal leichter gesagt als getan. Dreh im Zweifelsfall lieber um und geh der Hundebegegnung aus dem Weg. Denn wenn er jetzt in die Leine fliegt und sich benimmt wie ein Berserker, dann verfestigt sich nur dieses Verhalten. Reagiert dein Hund regelmäßig so, dann hast du ein Problem, das man Leinenaggression nennt. In diesem Fall empfehle ich dir, such dir einen guten Hundetrainer, der sich mit solchen Verhaltensproblemen auskennt. Wie sieht es nun rechtlich bei Hundebegegnungen aus? Wer muss für den Schaden haften, wenn ein freilaufender Hund zu einem Angeleinten läuft, ihn provoziert und der Angeleinte ihn dann beißt? Generell kann man sagen, du musst für alles haften, was dein Hund verursacht. Man nennt das Gefährdungshaftung. Hinsichtlich der Schadenshöhe wird allerdings ein Mitverschulden berücksichtigt. Im vorliegenden Fall muss der Verursacher deshalb sicherlich nicht den vollen Schaden allein tragen. Wenn zwei Hunde freilaufend sind und einer beißt den anderen, dann berechnen die Versicherungen das in der Regel 50-50. Aber besser ist natürlich, es passiert gar nicht erst. Wenn jeder ein bisschen Rücksicht nimmt, dann lassen sich viele Konflikte vermeiden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf den kostenlosen Abo-Button und lass uns ein Like da. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, meine Tipps helfen dir dabei, der beste Trainer für deinen Hund zu werden. Also, Kani kultiviere dich!